Wie gut funktioniert die Bronze-Pack-Methode in FIFA 18? Kann man damit Gewinn machen oder geht man damit Verlust raus? Das werden wir heute herausfinden. Und damit heiße ich euch auch schon herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Wie ich im Intro schon gesagt habe, geht es heute um die Bronze-Pack-Methode, ja. Macht man in FIFA 18 auch noch Gewinn mit der? In den letzten Jahren war das immer eine solide Methode. Man hat mit dieser Methode immer Gewinn gemacht. Für alle, die nicht wissen, was die Bronze-Pack-Methode überhaupt ist. Bei der Bronze-Pack-Methode ziehst du 400er Bronze-Sets, also die günstigsten Packs, die es im ganzen Spiel überhaupt gibt. Dann stellst du so gut wie alles auf den Transfermarkt, ja, und schaust, ob die Spieler weggehen. Die meisten Spieler und andere Karten stellst du für 200 Münzen rein. Es ist so eine Methode, wo du einfach viele Objekte anbietest und schaust, dass da eben so viele wie möglich weggehen. Du stellst die Spieler dann auch wirklich für mehrere Stunden rein, also immer nur für eine Stunde, aber halt öfter, das heißt insgesamt dann für mehrere Stunden. Stellst sie so 4-5 Mal rein, versuchst da so viele Karten wie möglich zu verkaufen und machst im Endeffekt eigentlich Gewinn. Und heute geht es eben darum, geht das in FIFA 18 auch noch? Ja, wie gesagt, FIFA 16 und FIFA 17 ging das ganz gut und ich habe das natürlich mir auch ausgerechnet. Ich habe mir jetzt auch einen Zettel geschrieben und da werden wir dann ganz genau herausfinden, wie viel Gewinn wir gemacht haben oder ob wir eben Verlust gemacht haben. Da zeige ich euch jetzt einfach mal die Packs. Wie gesagt, man zieht da ganz viele Packs und stellt auch viele Karten rauf. Wir haben insgesamt in diesem Video 10 Bronze-Packs gezogen und am Ende machen wir eine Abrechnung, ob wir Gewinn oder Verlust machen. Wir haben teilweise echt gute Karten drinnen gehabt. Der hier für 200, davor der sogar für 300 und wir haben auch wirklich Karten dabei, die für 400 oder 500 oder 600 Münzen weggegangen sind. Das ist echt sehr, sehr nice. Ihr zieht diese 400er Packs, das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht ihr auf den Preisvergleich bei jedem einzelnen Spieler, denn oftmals sind die Spieler auch durch SBCs oder so gestiegen und haben dadurch einen höheren Preis als normal. Ja, dann stell ihr einfach die Karten rein. Ich habe selbst jetzt nicht jede Karte reingestellt, das könnt ihr natürlich machen. Das heißt, so könnt ihr noch viel mehr Coins rausholen. Wenn ihr jetzt jedes Wappen, jedes Trikot, jeden Manager reinstellt, macht ihr noch viel mehr Coins als ich. Ich habe eigentlich nur die Spieler, die Fitness-Objektkarten und das ein oder andere Trikot und das ein oder andere Wappen reingestellt, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte vielleicht weggehen. Und im Endeffekt sind auch wirklich viele Trikots und Wappen weggegangen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, falls ihr die Methode macht, stellt einfach alles Mögliche rein, was in diesen Packs drinnen ist. Also wirklich jedes einzelne Objekt, auch wenn es nur, keine Ahnung, eine plus 5 Fußheilungskarte oder so ist, ja, stellt einfach alles rein, ist komplett egal, ihr werdet das auf jeden Fall brauchen, beziehungsweise ihr könnt damit halt noch mehr Gewinn machen. Der hier zum Beispiel war wirklich sogar ca. 400 Münzen wert, habe ich reingeballert, einfach mal so, dass die Leute den da gut kaufen können. Da haben wir sogar in diesem Pack noch ein weiteres Bronze-Set drinnen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, wie gesagt, wir werden am Ende eine Abrechnung machen. Ich lasse es jetzt noch offen, ob wir Gewinn oder Verlust machen, aber sie funktioniert schon noch, ja, sagen wir es mal so. Sonst hätte ich das Video jetzt nicht gemacht. Wenn sie nicht funktioniert, dann würde ich euch das nicht zeigen. Ich möchte euch einfach nur eine gute Trading-Methode bieten. Denn das ist eine Methode, die könnt ihr immer machen. Ja, die funktioniert in der schlechtesten Phase von FIFA und in der besten Phase von FIFA. Also es ist egal, ob die Spieler gerade alle extrem teuer sind oder alle extrem billig sind. Diese Methode funktioniert und das ist das Nice. Hier haben wir sogar einen Silberspieler von Admira am Start. Admira ist ja ein Verein, der in Österreich vertreten ist. Dann sogar noch einen, den wir für 800 Münzen reinstellen können. Und dazu kann ich sagen, der ist nicht für 800 Münzen weggegangen, aber für 400 Münzen, glaube ich. Und der hier war auch 400 Münzen wert und der ist auch, glaube ich, wirklich für 400 Münzen weggegangen. Dann stelle ich hier eben weitere Trikots und Wappen dann teilweise wieder rein. Und ich weiß jetzt gar nicht, dass wie viel der Pack das ist, aber wie gesagt, insgesamt 10 Stück. Und ihr geht eigentlich bei jedem Spieler auf den Preisvergleich. Ich bin jetzt nicht bei wirklich jedem draufgegangen, sondern nur bei denen, wo ich mir dachte, okay, da könnte vielleicht was wert sein. Intelligenter ist es, wenn ihr wirklich bei jedem Spieler nachschaut, da die eben, wie gesagt, durch SBCs mehr wert sein können. Ich wollte nur jetzt das Video jetzt nicht irgendwie unnötig lang strecken, sodass das vielleicht dann wirklich 10, 12 Minuten lang ist. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass es kurz und knackig ist. Und jetzt haben wir alle Karten reingestellt und ihr seht schon, 4 Stück haben sich direkt verkauft. Ja, direkt nach ein paar Sekunden. Und das sind dann alle Spieler und alle Karten, die wir da reingestellt haben von der Bronze-Pack-Methode. Da bin ich nochmal ganz schnell durchgerusht. Den habe ich unabsichtlich auf die Transferliste gepackt. Und jetzt haben wir ihn reingestellt und da sehen wir die Verkäufe. 49 Verkäufe nach 4 Mal reinstellen. Nach 4 Mal nur reinstellen. Das habe ich über die Nacht gemacht. Ja, über die Nacht. Das ist so easy. Hier für 400, der für 600, der wieder für 400. Wieder einer für 400. Leute, das sind so nice Gewinne und ich habe mir das natürlich, wie gesagt, ausgerechnet. Ja, wir haben tatsächlich richtig schönen Gewinn gemacht. Wir haben insgesamt, ja,
11.450 Münzen aus diesen 10 Bronze-Packs rausgeholt. 11.450 Münzen. Wie viel haben wir ausgegeben? Natürlich 4.000 Münzen. 400 mal 10 sind 4.000 Münzen. Das heißt, wir haben Ausgaben von 4.000 Münzen, haben aber einen Gewinn sozusagen, beziehungsweise wir haben Einnahmen von 11.000 Münzen, 11.450 Münzen. So, jetzt müssen wir natürlich noch die EA-Gebühren abrechnen, das ist wichtig, das sind 5%. Wenn wir die EA-Gebühren abziehen, von 11.450 Münzen, dann stehen wir bei 10.877,5 Münzen. Sagen wir jetzt einfach mal geschätzt 10.800 Münzen Einnahmen. Wir haben 4.000 Münzen ausgegeben, die ziehen wir jetzt ab. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 6.800 Münzen mit 10 Bronze-Packs. 6.800 Münzen einfach mal bar auf die Hand, nur für Packs ziehen, nur für die Spieler kurz reinstellen und immer wieder anbieten. Und ich habe nicht mal meine Transferliste ganz gefüllt. Ja? Wenn ihr das mit einer 100er Transferliste macht, wisst ihr, was ihr da für einen Gewinn rausholen könnt? Extrem nice. Wir haben unsere Coins mehr als verdoppelt durch einfaches Reinstellen von Bronzespielern und Bronzekarten. Es ist wirklich so leicht. Ich empfehle wirklich jedem Einzelnen von euch, macht diese Bronze-Pack-Methode. Wenn ihr nicht gut im Traden oder so seid, macht die Bronze-Pack-Methode. Ihr müsst nur die Packs ziehen und einfach alles reinstellen. Schaut bei den Spielern auf den Preisvergleich und ansonsten stellt ihr einfach alles für 200 Münzen rein. Ihr macht Gewinn. Es ist sowas von leicht. Ja? Ich habe 6.800 Münzen Gewinn gemacht mit 10 Packs. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Ja? 5 Minuten Packs ziehen, die Spieler immer wieder reinstellen und schon habt ihr einfach mal 6.800 Münzen Gewinn. Das ist die niceste Methode bis jetzt, finde ich, oder eine der nicesten. Du kannst einfach leicht Gewinn machen, ohne viel zu tun. Und das ist auch schon die Bronze-Pack-Methode gewesen. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht heute, ja, ich würde sagen, 300 Likes oder so packen würden. Würde mich echt freuen. Vielen Dank für den Support. 25.000 Abonnenten sind wir mittlerweile. Die FIFA All-Stars Community ist am Eskalaten gerade, freut mich sehr und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Check gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich habe auch mein Equipment jetzt verlinkt, zum Beispiel das Mikrofon hier oder die Webcam. Nicht die Webcam, sondern die richtige Kamera. Das ist ja eine richtige Kamera, keine normale Webcam. Habe ich alles verlinkt für euch, das haben sich viele gewünscht und ja, dann war es das mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, auch in der Beschreibung drinnen. Und das war jetzt genug Werbung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.